Oh, wir haben jetzt die Value States erreicht. Jetzt gehen wir einfach mal dahin. Mir graut schon was Schlimmes davor. Weil er Dr. Wiley, Clear Points. 200.000 Punkte. Wieder den Ufu. Und die Wiley Augenbraue. Wunderbar. Jetzt wird's richtig nervig. Oh, hallo Big Eye. Ach Gott. Du auch noch wieder hier. Dann laufen wir einfach mal weiter. Ja, jetzt kommt nur noch Big Eyes oder wie? Ach Gott. Ja, das war fail. Oh ja, komm. Aber das ganz gut daran, die Truppen immer Large Energy, also von daher, oder fast immer Large Energy. Und Punkte bringen das. Punkte. Ja. Ja, kommt noch näher. Jo, vor allem ist die Gutsman-Fähigkeit. Und man soll ja wieder mal versuchen, wieder. Was war das gerade? So, Iceman. Ach, schade. So. Nein. Oh, was für ein Fehler. Nein, komm. Genau so. So. So, ach, das ist es doch, was ich haben wollte. Verschwende ich das? Ich kann man. Ja, verschwende ich doch mal. Oh mein Gott, ey, ich komme gar nicht mehr da hoch, oder wie? Warum immer erst beim Meckern? Warum? Boah! Was war das denn? Dalabalabam. Ja, kommen wir gleich noch in der Kratzen und Fähigkeit. Wir waren einmal hier runter. Bäm, getroffen. Gut, ist hier einmal runter. Ja. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe. Bei dieser Stelle habe ich immer ein bisschen Angst. Ja, machen wir ein bisschen Power Farming hier. Man weiß ja nie. Meine Güte. So richtig nervig. Da dum dum da da dum. Noch einmal noch. One up? Gott, das sag ich nicht, nein. Gutsman! Ach komm, ich geh mal weiter. So schlimm wird das auch nicht werden.
Ach du Mist. Das vor die Luise. Boah. Wie gesagt, die haben eine komische Angewohnheit, immer nicht das zu machen oder hinzufliegen, wie man das gerne möchte. Hoch, 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 Mega Man. Aber diesmal war das recht einfach. Und hier braucht man unbedingt die Fähigkeit, was man bei Elegman States bekommen hat. Aber auch wirklich sparsam damit umgehen. Also immer versuchen, ein bisschen zu sparen, und so haben wir das jetzt auch geschafft. Wir sind jetzt kurz vor dem ersten Boss. Seine Schwäche ist Elegman. Und das ist kein anderen als der... Richtig, der Yellow Devil. Ach Gott. Und der macht mir schon richtig Damage. Oh, oh Gott, ey. Ja, er hat eine andere Form, das ist ein bisschen doof. Oh. An diesem Gegner bin ich früher als kleines Kind immer hängen geblieben. Ohne Worte. Einfach mal ohne Worte. Ja, genau an diese Sachen bin ich ja ständig hingeblieben. Ich kann mir seine Reihenfolge nicht so wirklich merken. So, also der Anfang geht's, aber ab dann hier der Doppelsprung, der trifft mich immer. Ja, jetzt ist gleich geschlossen. Toll. So. Gott, Gott. Ah, das war zu hoch. Oh, ich muss mich echt. Wow. So. Oh Gott, ey. Genau so. Kleinere Sprünge, aber ich mach mal selbst. Gut war ich noch nie gewesen. Ach, schaffe ich auf jeden Fall. Nee, das war gerade nicht gut. Nochmal. Nee, auf jeden Fall. Ich wusste schon früher, es gibt schon die Schwäche von Yellow Devil, aber ich habe wirklich nie die Reihenfolge. Ja, bitte schneller oder wie? Aber ich wurde immer so getroffen, dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr dazu. Ja, wirklich, an diesen Gegner immer hängen geblieben. Nein! Besiegt? Besiegt? Bist du tot? Ich glaube schon, ne? Oh, ab da an wird's jetzt blind. Aber dich ist wirklich mal besiegt? Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh ne, ach, das ist die Helikopters. Oh Gott. Nein! Oh Gott, Hilfe! Okay, was ist hier? Fähigkeit. Ich glaube, ich muss rüber schwimmen, ja. Wie geht's jetzt weiter?
Hallo? Oh, hier geht's weiter. Ach, Cutman, hallo. Was? Die Top 8? Die Top 8. Na, die Top 6 jetzt hier? Geht's hier weiter? Ja, hier. Okay. Dann haben wir jetzt schon mal Dings besiegt. Cutman. Ach, hier geht's weiter. Okay. Dann füllen wir Gutsmans Fähigkeit mal auf. Ich muss mir erst... Nein! Heilige Scheiße! Ja, so geht's auch, ne? Sag mal, ist hier die Top 6 oder wie? Ach du Mist. Aber mal schnell weiter. So, wir haben jetzt Cutman und Electman besiegt. Ja, oder was so? Bombman. Ach komm. Oh. Na. Oder auch so, ich hoffe, ich komme noch eine Large Energy. Natürlich nicht. Oh, ein Energieball noch. Ich hoffe, ich komme kein Gegner mehr. Was ist das? Oh nein, Copy Robot. Ach du Scheiße. Ja, komm, ich muss Energie farmen. Oder wenigstens noch ein bisschen Energie übrig haben. Ach komm, wo stirbst du nicht? So. Na komm. Ach, so geht's auch. Cool. Nee, das war nicht schön. Meine Güte. Aber schnell durch. Oder auch nicht. Ach, ich kann das auch ohne so. Gut. Ah. Nee, komm. Oh, das ist richtig nervig.
Komm, Bombman. Kannst hier noch ein bisschen helfen. Komm. Das ist ja wirklich der tote Winkel da. Oh, komm. Ah, jetzt ist ein bisschen Energie aber noch. Das müsste eigentlich die Schwäche von Elecman sein, den Copy-Robot. Oh, ich liege immer ganz gerne falsch. Elecman ist das... Yeah. Nein. Iceman. Überhaupt nicht. Auch nicht, Fireman. Nein. Copy mit Copy. Na gut, machen wir dann jetzt so. Ist doch mal einfach so lang hier. Ach, so einfach bist du denn? Ja, du sollst ja auch nicht gegen mich springen. Ach komm. Ja, warum springst du aber gegen mich? Was bist du denn für einer? Meine Güte. Es hat auch keine Schwäche. Komm, immer diese Pixelarbeit. Meine Güte! Man kann ja auch so ein bisschen aufregen hier. War da wirklich keine Schwäche? Bahn, ey. Wo fange ich denn wieder an, wenn ich sterbe? Das ist immer eine Frage. Copy Robert. Hier. Ja, du fang mich doch an oder so, ne? Ja, ja. Ich glaube, mit voll Leben und dann müsste es eigentlich jetzt gehen. Guck mal, ja, man macht auch mehr Damage als ich.
Grad. App hinten. Oh man, ich finde, dass die Städte es schaffen und gut ist. Wie gesagt, bis Yellow Devil bin ich nie weiter gekommen, also von daher müsste es ein bisschen ja, deswegen stockt das hier ein bisschen wieder mal. Wie bei Mega Man 2 dann, bei der 8. Ja, nur von oben schießt es in Rolle lässt in Ordnung. Aber jetzt kommen wir nicht immer zu nah ran hier. Bleib auf Abstand, bitte. Danke, aber jetzt bleibst du mal einfach nur da. Genau, jetzt. Genau so bleiben, bitte. Bitte so bleiben. Yes! Wieder, ey. Oh. Oha. Oh, warte mal. Oh, so. Dann sehen wir uns in der nächsten Part hier von Mega Man 1. Okay.